Fraktion. Also ich glaube, erstmal vielen Dank schon mal für die Vorlesung. Ich glaube, es ist schwer jetzt, wenn man diese Gedanken zum ersten Mal in dieser Form vorgeführt bekommen hat oder vorgelesen bekommen hat, darüber klar zu antworten. Also ich fände das jedenfalls sehr schwer. Deswegen vielleicht gibt es ja trotzdem Fragen direkt zu dem Vortrag. Dann würden wir mit denen beginnen. Ansonsten wäre mein Vorschlag, dass wir aus dem Abend was machen, indem wir einfach die Fragen an Jacques Rancière stellen, die wir immer schon stellen wollten. Sei es politisch oder ästhetisch, also it's up to you. Ja, es gibt ja ein Mikro für die östlichen drei Gegner. Vielleicht, um das in Bewegung zu bringen, frage ich gleich selber, was. Und fange vielleicht ganz hinten an, weil das noch am besten in Erinnerung ist. Die Kommunistische Partei in der Sowjetunion hat, so habe ich das verstanden, und so ist ja auch die Geschichte gelaufen, der Kunst die Rückkehr zur Repräsentation verordnet. Künstler, die in dieser Periode dieser Plakate und der filmischen Filme, die dieser Aktionslogik gefolgt sind, die Erfahrung des Kommunismus bieten sollte gegen Kommunismus als Realisierung eines intellektuellen Konzepts. Diese wurde abgeschafft. Und wie wir wissen, wurden viele dieser Künstler ja auch ermordet. Jetzt frage ich mich, ob man daraus den Schluss ziehen kann, dass diese kurze Periode des Formalismus in der Sowjetunion gewissermaßen die Folie oder das Modell für eine Kunstform ist, die politische, nicht repräsentative politische Bewegungen oder deren nicht zu denen nicht repräsentative politische Bewegung adäquat werden. Oder man kann es ja auch, wenn man es noch weiter runterbrechen will, auf unsere Aktualität kann man auch fragen, sind jetzt die zeitgenössischen neuen politischen Formen wie Occupy oder was auch immer, die nicht mehr einer Repräsentationslogik folgen, jedenfalls für den Augenblick, sind die gewissermaßen die natürlichen Verbündeten dieser Art von Kunst. Il y a deux problèmes. D'abord, le problème qui est intéressant ici, c'est, dans ce cas-ci, c'est quand même, en fait, on a vraiment deux communismes. Quoi. On a un communisme, effectivement, qui est pensé dans une logique de stratégie, de monde à construire, et puis un communisme qui est pensé comme une transformation immédiate des formes sensibles. Donc, ce qui est intéressant, justement, parce que c'est intéressant, finalement, que j'ai raconté, c'est qu'on a des artistes qui sont des artistes qui pensent construire, c'est-à-dire tisser directement le communisme comme une forme d'art qui est en même temps une forme de vie sensible. Or, dire que disons, ces artistes, on peut dire qu'ils sont réprimés deux fois. Ils le sont une première fois par leur parti qui leur dit que l'art a à s'occuper finalement
de représenter les problèmes des gens et je dirais de les amuser plutôt que de prétendre faire eux-mêmes le communisme. Et ce qui m'intéresse le plus, enfin, au moins autant, c'est qu'ils sont réprimés une seconde fois, on peut dire dans les années 1940, lorsque d'un côté l'école de Francfort, de l'autre Clément Greenberg, inventent finalement une idée complètement rétrospective du modernisme qui vient complètement tuer, qui vient complètement en fait, tuer, on peut dire, font finalement leur modernisme et leur communisme. Oui, d'accord, je ne prendrai pas sur Ich glaube, wir haben es mit zwei Problemen zu tun, oder einem Problem, das uns hier besonders interessiert. Es gibt zwei Formen von Kommunismus. Der eine Kommunismus ist ein Kommunismus der Strategie, der eine Welt aufbauen will, und der zweite ist eine Form, der etwas mit Formen verwandeln will. Und das ist das, was mich interessiert in der Geschichte, die ich hier aufgezeigt habe. Es gibt die einen Künstler, die wollen einen Kommunismus aufbauen als Kunstform oder als sinnliche Lebensform. Und diese Künstler werden zweimal unterdrückt. Das erste Mal durch ihre eigene Partei, denn die Partei ist der Ansicht, dass die Probleme der Leute darstellen soll und dass sie sich nicht selbst um einen Kommunismus kümmern soll oder ihn nicht selbst aufbauen wollen. Und das zweite Mal werden sie dann unterdrückt in den 40er Jahren von der Schule von Frankfurt oder Clément Greenberg, der hier eine retrospektive Idee der Moderne aufzeigt und der damit das zweite Mal diese Künstler umbringt. Pour répondre à la seconde partie de la question, je crois que, bon, aujourd'hui, la différence, imaginez, aujourd'hui, on voit d'une certaine façon, malgré tout, vont se reproduire une espèce de concurrence entre deux logiques, quoi. Bon, une logique qui cherche aussi, bon, finalement, à faire des œuvres qui sont censées produire des effets, révéler des réalités, déterminer des sentiments, des révoltes, etc. Et puis, je dirais quelque chose comme une forme d'unité immédiate entre art et politique. Et effectivement, bon, si on pense à effectivement, un mouvement des indignés, à certains aspects du printemps arabe et au rôle que des artistes y ont joué, quoi, ce à quoi on a affaire là, c'est quelque chose comme une forme d'abolition, finalement, un petit peu justement de la distance entre politique et art, ou ce qui est aussi l'abolition d'une forme de distance entre, disons, action stratégique et manifestation, on peut dire, esthétique. Bon, tous ces mouvements, un peu, genre Occupy, sont des mouvements qu'on peut dire sont politiques en tant qu'esthétique, politiques en tant que manifestation d'un sujet qui se montre, se déclare, qui occupe un lieu, et alors cette idée d'une action, d'un mouvement, d'une occupation d'un espace, d'une présence d'un espace, on voit qu'elle est très très importante, qu'elle fait une espèce de lien entre, disons, des choses qui viennent du monde de l'art et des choses, disons, qui renvoient peut-être à ce qui est plus radical dans la politique, à savoir font la déclaration d'un sujet autonome. Und auf den zweiten Teil Ihrer Frage zu antworten, was wir heute hier feststellen, da ein Unterschied, der zu der damaligen Zeit besteht, wir sehen vielleicht auch zwei Arten von Formen oder zwei Arten von Kommunismus. Wir stellen fest, dass die eine Art von Gruppen hier eine Realität aufbauen will, eine Wirkung zeigen will, Gefühle entstehen lassen will oder vielleicht eine Revolte auslösen will. Und die zweite strebt eine direktere Einheit an zwischen Kunst und Politik, wie das bei der Occupy-Bewegung oder bei den Empörten oder auch beim arabischen Frühling der Fall war, wo ja Künstler eine wichtige Rolle gespielt haben. Das heißt, hier geht es darum, die Distanz aufzunehmen zwischen Politik und Kunst. Es geht darum, dass hier eine Aktion entsteht und auch gleichzeitig eine ästhetische Aktion. Politik als Ästhetik gewissermaßen.
wo es darum geht, einen Ort zu besetzen, wo diese Bewegungen den Raum besetzen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und wo es also zu einer Verbindung kommt zwischen Kunst und der radikalen Form der Politik, nämlich dem autonomen Subjekt. Ne peut pas se tenir comme
un rapport entre des causes, entre des causes et des étouffements. On peut dire que, disons, justement, le lien, en quelque sorte, est un lien indéterminé, puisque toutes ces actions sont unies entre elles, mais ne sont pas unies entre elles par des rapports qui doivent, justement, créer un rapport de détermination. Ich bin auf diese Unbestimmtheit, auf diese Indetermination nur ganz kurz eingegangen und wollte diese freie Bewegung zeigen, die diese Kunstpolitik unterstützt. Es ist eine Erfindung, das ist diese Freiheit, von der Winkelmann spricht oder auch Schiller spricht, die ästhetische Freiheit als Unbestimmtheit. Es geht darum, dass eine Kunstproduktion entsteht, die nicht direkt eine Ursache-Wirkung erzeugt, dass hier keine notwendige Beziehung zwischen Ursache und Wirkung entsteht. Und da bin ich auch kurz auf das Theater zu sprechen gekommen. Rousseau sagt, es wird ein moralischer Anreiz erzeugt, aber eigentlich produziert das Theater nichts. Schiller wiederum meint, dass das Theater gerade diese Fähigkeit hat, keine Antworten zu geben, auf einen Stimulus zu reagieren, aber nicht unbedingt einen Effekt zu erzeugen, der einer bestimmten Ursache entspricht und so, dass der Leser oder der Zuschauer eine gewisse Freiheit hat. Es ist eben die Tatsache, dass wir frei sind und dass wir selbst auf eine Art und Weise reagieren können, die nicht unbedingt dem entspricht, was von uns erwartet wird. Ich habe versucht, darauf hinzuweisen, dass diese ästhetische Freiheit nicht etwas ist, was sich ausschließlich auf das 18. Jahrhundert bezieht, sondern auch dass das etwas ist, was für den Film von Werthoff nach wie vor Gültigkeit hat. Wir haben es hier mit einer Sequenz von Bewegungen zu tun, die nicht nach dem Prinzip Ursache-Wirkungen erfolgen. Und so entsteht also eine unbestimmte, eine undeterminierte Beziehung. Welche Kunstformen für Sie heute 2012 die radikalste und stärkste politische Schlagkraft besitzen? Für Sie persönlich? Honnêtement, je veux jamais dire quels sont les artistes qui sont bien politiques. J'ai longtemps exercé la profession d'enseignant et l'aspect le plus horrible de cette profession, c'est de donner des notes. Quoi. Et depuis que je ne m'enseigne plus, j'essaie de résister à toute invitation à donner des notes, à donner des prix, à faire des classements. Ça m'est difficile de répondre à votre question. Bon, je vois que tel artiste. Bon, je pense que c'est extrêmement difficile. Bon, je peux dire que. Je ne vois pas actuellement, c'est tout ça plutôt le fond du problème, qu'on puisse justement établir une sorte de lien entre ce qu'on pourrait appeler, la pratique d'un artiste, et puis les effets qui sont produits. Alors bien sûr, bon, je peux dire que tel artiste me paraît faire une œuvre politiquement utile, parce que pareil, et bon, je pense qu'en général, pour moi, les formes d'art qui sont politiquement intéressantes sont des formes d'art qui vont changer les modes habituels, les modes consensuels de présentation, les modes consensuels de présentation des choses. Et bon, je pense particulièrement justement à tous ces films qui ont. des films, des œuvres vidéo, qui ont justement, par exemple, complètement changé le statut de la victime, le statut du pauvre, le statut de l'immigré. C'est précisément que le consensus, le régime dominant de l'opinion, au fond, donne un petit peu à chacun un mode de visibilité, un mode de visibilité. Et au fond, un travail artistique est un travail qui est capable de changer ce mode de visibilité. Bon, c'est pour ça, bon,
pas pour faire un palmarès, mais bon, j'ai des artistes sur lesquels j'ai travaillé, par exemple un cinéaste comme le cinéaste portugais Pedro Costa, qui m'intéresse particulièrement parce que bon, il a complètement justement changé le mode, disons le mode de visibilité de l'immigré, du pauvre malheureux qui arrive de son Afrique lointaine, qui souffre, qui est au chômage, qui est blessé. Et il a changé en changeant en même temps le mode du rapport entre fiction et documentaire. Il a changé en arrivant finalement à transformer une figure un peu documentaire de malheureux ouvriers en des figures véritablement tragiques, pas au sens de, forcément de douloureux, mais de, disons, ayant comme une certaine force de parole qui va se détacher justement de tout ce qui est simplement l'enregistrement de la réalité, de la plainte, la représentation, d'une identité au fond, ce qui est en cause, c'est une capacité de symboliser, pour arriver à symboliser le monde dans lequel nous sommes, dans des formes qui ne sont pas celles de la symbolisation consensuelle, telle que on l'entend tous les jours, on la voit tous les jours à la télévision, et telle que très souvent malgré tout, au fond, les artistes croient bien faire, les reproduisent. Er hat gesagt, ich habe gewisse Schwierigkeiten zu sagen, welcher Künstler jetzt gut ist oder welcher politisch gut ist. Es ist so, dass ich sehr lange unterrichtet habe und in diesem Beruf ist einer der großen Nachteile, dass man ständig Noten verteilen muss. Und seit ich nicht mehr unterrichtet habe, gebe ich keine Noten mehr und stelle ich auch keine Rangordnung mehr auf. Ein Problem ist heute sicherlich diese nicht bestehende Beziehung zwischen der Praxis der Künstler und der Wirkungen, die dabei erzeugt werden. Deshalb kann man sicherlich manchmal sagen, dieser Künstler ist politisch nützlich oder Kunstformen, die für mich interessant erscheinen, sind welche, die einen Wechsel darstellen, wie die Dinge präsentiert werden. Zum Beispiel gibt es gewisse Filme oder gewisse Videos, die dann auf völlig andere Art und Weise zeigen, wer ein Opfer ist, wer ein Armer ist, wer ein Migrant ist. Es ist so, dass in unserem öffentlichen Diskurs jeder eine bestimmte Sichtbarkeit zugewiesen bekommt. Und diese Sichtbarkeit kann durch eine künstlerische Arbeit geändert werden. Es kann dadurch eine andere Sehweise entstehen. Und ohne jetzt eine Handordnung aufstellen zu wollen, gibt es natürlich Künstler, die mich besonders interessieren, wie zum Beispiel der Kinomacher Pedro Costa. Diesem ist es gelungen, die Rolle eines Immigranten nicht mehr nur als denjenigen darzustellen, der aus Afrika kommt, der leidet, der arbeitslos ist, sondern er hat eine Änderung vorgenommen zwischen Fiktion und Dokumentarfilm und er hat aus einem armen Arbeiter eine tragische Figur gemacht, die eine Kraft hat, auch eine Kraft des Sprechens hat. Und das ist dann nicht nur eine Dokumentation der Realität, sondern eine Fähigkeit, die Welt, in der wir leben, symbolisch darzustellen, und zwar auf eine ganz andere Weise, als wir das jeden Tag im Fernsehen erleben. I have a question to your lecture, and it's on relation of spaces, so to say, because when you talked about this one film poster, it was this, I don't know if it was Bertolt, this woman floating in between the skyscrapers, you know, this camera high and black poster, you brought in the notion of American space. You talked about American space. And somehow I missed it and saying something like it's far from the old earth, if I got it right, the American space. And my question is like, in which way did the American space find its way or fuel into that Russian aesthetic space? Or what's the relation of these two spaces? If I can pose this question there. What is the question?
visualized through this poster. Yep. And you brought, talking about this poster, you brought in the notion of American space. You know, this woman, she's like not grounded, she's falling, she's floating, she's... So what's the relation of American space to aesthetic Russian space, so to say? What I thought of just that in English, so what I thought what are the aspects, interesting aspects, yes, it's, so on the poster, you know, of course, was presentation of the woman and of the space precisely as, well, being first a modern woman and a modern space, you know. And we know that at that moment in Soviet Union, you know, in a way, you know, modernity was America, modernity was United States. So in fact, you know, even communism, you know, has to be represented, you know, as a form, I would say, of hyper-America in a way. But at the same time, you know, what I think is interesting, you know, is what is that this American space, you know, at the same time, is not at all precisely, you know, the skyline, you know, it's not at all the downtown, you know, as, you know, American people like to have to see it, you know. And, no, I meant more metaphorical. Yes, metaphorical, but also it is also linked, you know, with the metaphor. Because precisely what's interesting is the link between this American space, you know, and this obliqueness, you know, this obliqueness, this kind of, this passion for the diagonal, you know, which is really, you know, an element that is extremely important at that moment in Soviet Union. So there is this representation, you say, of modernity, and modernity in a way is American, you know. If you want to run modernity, you have to run the dead, you know, woman, you know, who doesn't look, you know, like a kind of old Russian peasant, or even, you know, that must not look like just, you know, Soviet attic. So it must be modernity, you know, in general. And this is why it has to be American. But at the same time, what is interesting is, well, this function of the diagonal, this kind of disorientation of space, you know, which is, you know, well, which in a way, you know, means a kind of kind of upsetting of all the relations of you know, high, of up and down. You know. So we have this kind of combination, you know, combination of, let us say, a modern space, you know, and modern space and of a space which is oriented, you know, well, in the direction of the future. At the same time, you know, in the direction of equality and in the direction of the future. And I think, well, in a way, it is the same, you know, for the space and for the women. You know, this kind of combination, you know, of space, which at the same time is kind of impossible combination. It is really perhaps not going to do it. There are very much to say, but there are not much to say. Here. That you're proposing doesn't lead towards a kind of neutralization of the figure of the artist in oneself. It is like kind of the epistemological space, let's say, of the aesthetics is somehow taken out of its position, and within this configuration, I'm wondering what your
sound is very, the sound is just sound is very. Soviet
Soviet or Soviet era or Soviet musical comedy. And some of them are very good, you know, some of them are very famous, like, for instance, Boris Barnett, Boris Barnett comedy. And they are always opposed to Rostov, communists, Republicans, and their colleagues, etc. But in a way, you know, the Dutch communists, you know, were the immigrant artists, you know, and those cheerful artists, you know, and anti-commercial artists, you know, active fashion, implementing, you know, the part of the party, you know, which is a very complicated situation. So the question is, you know, ich würde gerne eine Frage stellen, ich glaube, es ist so ähnlich. Schon mehrfach gestellt wurde an Sie, aber mir ist es einfach immer noch nicht klar. Und zwar, inwiefern sich Ihr politisches Verständnis von Freiheit und von Eröffnen und von keine klaren Antworten geben, von einer neoliberalen Freiheit und einer neoliberalen Flexibilität oder auch bestimmten Medienformaten, bestimmten Filmen und Serien, die mit Ironie oder so arbeiten, die für Rassisten gleichermaßen rezipierbar sind wie für linkes Publikum. C'est-à-dire que je ne proposais pas une idée de liberté, j'essaye de suivre un petit peu le fil d'une chose qui s'est appelée la liberté esthétique, et bon, de voir comment je trouve cette même liberté peut finalement être interprétée ou peut être incarnée dans des formes d'art extrêmement différentes, dans des contextes politiques bon, extrêmement différent. Bon, mais basiquement, cette idée de liberté esthétique, on voit en quelque sorte incarnée bon, dans le film de Bertoff, aussi bien que dans des œuvres on pourrait dire apolitiques. Bon, je crois qu'elle a vraiment, rien à voir, disons, avec la construction, disons, qu'on appelle néolibéral, qui est censé être fondé sur bon, le sujet qui est libre de travailler, libre de gagner de l'argent, libre d'exploiter les autres, libre de placer son argent. Bon, je pense que c'est une sorte de liberté. Bon, déjà cette liberté, cette liberté-là, d'ailleurs, bon, elle est bon, de moins en moins libre, parce que lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui en Europe, bon, parler de triomphe du néolibéralisme quand on ne peut rien faire dans un État, dans aucun État, bon, sans l'accord des institutions européennes, des institutions bancaires, c'est quand même un drôle de libéralisme, quoi. Mais bon, je crois que fondamentalement, cette liberté esthétique n'est pas du tout une liberté qui serait fondée sur l'idée du sujet, de l'homo economicus qui est à la base. Qui est à la base du libéralisme. Non, c'est une idée qui ne se fonde pas sur une théorie de l'individu, si vous voulez, pas de théorie de liberté esthétique, ça n'a rien à voir avec l'idée du libre choix de l'individu. C'est plutôt l'idée d'une suppression des déterminations normales qui font qu'une situation doit produire une forme de conscience, qu'un type de cause doit produire un type d'effet. Donc c'est une liberté qui finalement rompt avec un petit peu les hiérarchies qui opposent les hommes actifs aux hommes passifs, les hommes qui sont voués aux moyens, aux hommes qui ont la connaissance des fins. Donc je crois que cette liberté que l'on est sur une espèce de neutralisation des formes de la domination, bon, elle n'a pas grand-chose à voir avec une liberté qui serait au fond, parce que le néolibéralisme c'est quoi finalement? Au fond c'est vouloir ramener les formes de la domination à l'idée d'un individu libre,
dont les formes de la domination seraient l'expression. Ich habe ja eigentlich hier keine Freiheit nach meiner Idee vorgeschlagen, sondern ich habe versucht, den Faden der ästhetischen Freiheit fortzuführen. Was ich zeigen wollte, ist, dass die gleiche Freiheit auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden kann, in unterschiedlichen Formen der Kunst ihren Ausdruck finden kann und in einem völlig unterschiedlichen politischen Kontext. Grundlegend ist dabei, dass diese ästhetische Freiheit, die zum Beispiel in dem Film von Berthoff zum Ausdruck kommt, aber auch in ganz apolitischen Kunstwerken, überhaupt nichts gemeinsam hat mit der Freiheit des Neoliberalismus. Der Neoliberalismus geht von einem freien Subjekt aus, das arbeiten kann, Geld verdienen kann, andere ausbeuten kann, sein Geld anlegen kann und so weiter. Und diese Freiheit, die gibt es ja heutzutage eigentlich immer weniger. Wenn wir in Europa vom Triumph des Neoliberalismus sprechen, so ist das doch eine sehr seltsame Freiheit, wo man überhaupt nichts mehr tun kann, ohne die Zustimmung der Institutionen oder der Banken. Das heißt also, diese neoliberale Freiheit, die eine Freiheit des Subjekts, des Homo economicus ist, hat mit der ästhetischen Freiheit, von der ich gesprochen habe, überhaupt nichts zu tun. Diese ästhetische Freiheit ist eine Form des Bewusstseins oder eine Form der Wirkung. Es ist eine Freiheit, die Hierarchien aufbricht, die etwas aufbricht zwischen dem aktiven Menschen und dem passiven, zwischen einem Menschen des Mittels und des Zweckes, also eine gewisse Neutralisierung und keineswegs etwas wie der Neoliberalismus, der eine Form der Beherrschung mit einem freien Individuum zusammenbringen möchte. Okay. Es gibt den Büchertisch, Jacques Rancière.